Ich grüße euch. Heute geht es um die Venus-Fliegenfalle. Wie haben Sie versucht, eine Wohnung mal vorzuziehen? Hat doch bis jetzt ganz gut funktioniert. Worauf ihr dabei achten müsst, wir wollen euch unsere eigenen Erfahrungen mitteilen. Herzlich willkommen auf unserem Garnkanal Hobbygärtner Flo. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wie bereits erwähnt, heute geht es mal um die Venus-Fliegenfalle. Wir haben ja schon im Verlauf des Jahres Tomaten, Gurken, Paprikas, Chilis bei uns hier in der Wohnung vorgezüchtet. Aber irgendwie hat mich so mal dieses Thema fleischfressende Pflanzen nicht losgelassen und ich bin da auch selbst interessiert daran, das mal selbst auszuprobieren. Habe ich auch in dem Fall gemacht, also schon als kleines Kind war ich begeistert von fleischfressenden Pflanzen. Die Venusfliegenfalle ist so das Paradebeispiel. Meine erste fleischfressende Pflanze war auch so eine Venusfliegenfalle und ich hatte immer so die Vorstellung, hey ja, cool, fleischfressende Pflanze, der kann ich ein Stück Schnitzel geben, ja, wo frisst Fleisch? Ja, das hat man halt als Kind gedacht. Natürlich Blödsinn. Aber wie gesagt, die Faszination hat mich trotzdem nie losgelassen und wir haben dieses Jahr mal versucht, Eigenpflanzen vorzuziehen. Und wie wir das gemacht haben, das werden wir euch jetzt hier nochmal genauer zeigen. Die Venusfliegenfalle kommt ursprünglich aus Nordamerika, so die Region South Carolina, North Carolina. Hat dann irgendwann den Weg wahrscheinlich über den ganzen Globus in die Baumärkte und in die diverse Blumenläden dann gefunden. Und ja, was braucht man eigentlich? Erstmal braucht man ganz simpel Saatgut. Das haben wir uns online bestellt, so ein Tütchen, kostet glaube ich 2,99, vielleicht waren es auch 4,99, so genau weiß ich nicht mehr, jedenfalls nicht die Welt. Da kriegt man so ein kleines Tütchen mit diesen kleinen schwarzen Samen, sind ungefähr so, würde man sagen, 25 Stück drin. Was brauchen wir noch? Spezielle Erde, sogenannte Kanniforenerde, weil die Venusfliegenfalle gehört ja zu den Kanniforen, das sind die fleischfressenden Pflanzen. Haben wir uns auch online mal hier so ein Säckchen bestellt. Das ist wirklich wichtig, dass man nur diese spezielle Erde für die fleischfressenden Pflanzen nimmt. Ansonsten, die Anzucht, die ist ganzjährlich möglich. Natürlich, der beste Zeitpunkt ist jetzt so im Frühjahr, wenn eh alles anfängt zu keimen und zu sprießen, aber prinzipiell ganzjährig möglich. Wir haben im Januar angefangen mit der Voranzucht, das war so Mitte, Ende Januar. Habe ich mir so ein Töpfchen genommen, die Erde reingemacht, habe einfach mal vier Samen auf die Oberfläche aufgebracht. Das ist auch wichtig, weil die Venusfliegenfalle, das ist nämlich ein Lichtkeimer. Einfach nur die Samen oben drauf legen, leicht andrücken. Das reicht vollkommen aus. Und der Keimquote, ihr seht, es sind zwei Pflänzchen aufgegangen. War ich schon mal sehr positiv überrascht. Hat mich auch sehr gefreut, dass es bis dahin schon mal geklappt hat. Die Keimdauer ist wirklich extrem lang. Also zwischen 4 und 8 Wochen. Also wenn ihr nach 8 Wochen noch nichts seht, dann fangt man mal von vorne an, aber ihr braucht da wirklich etwas Geduld. Ich habe hier schon mal zwei Töpfchen vorbereitet. Ich zeige euch jetzt mal die Herangehensweise, wie wir das im Januar gemacht haben. Jetzt wird erstmal die Erde befeuchtet. Ganz wichtig, nehmt nur Regenwasser oder destilliertes Wasser. Auf keinen Fall Leitungswasser, weil da ist nämlich Kalk drin und das mögen die Venusfliegenfallen überhaupt nicht. Da würden die dann kaputt gehen. Also ganz wichtig, Regenwasser oder destilliertes Wasser. Ich gebe jetzt einfach mal hier was drauf. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal kurz einziehen. Dasselbe machen wir hier in dem Töpfchen. Ich habe mir jetzt mal zwei Samen rausgeholt. Ihr seht, die sind wirklich extrem klein. Da muss man wirklich aufpassen. Ich lege die hier einfach mal in der Mitte ab. Wie gesagt, es sind Lichtkeimer, einfach. Na komm schon. Vorführeffekt. Einfach hier oben drauf legen. Da liegt's. Jawohl. Was ich im Januar gemacht habe, was auch wirklich sinnvoll gewesen ist, habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe hier so ein Stück Frischhaltefolie genommen. Habe das dann hier drüber gestülpt. Bisschen glatt gezogen. Dann hier so ein Gummi drum gemacht. Weil dadurch entsteht jetzt hier ein Mikroklima, dann könnt ihr das Südseite stellen, Fensterbank, am besten Wohnzimmer, wo dann tagsüber die Sonne drauf scheint. Dann entsteht halt so ein Mikroklima, das Wasser verdunstet halt auch nicht. Und ich habe in dieser Phase von der Anzucht, was wirklich so 6 bis 8 Wochen gedauert hat, kein einziges Mal mehr neues Gießwasser, also destilliertes Wasser aufgebracht, weil das konnte ja nicht verdunsten. Also hat man sich das Gießen gespart. Ich habe einmal in der Woche einfach mal das hier aufgemacht, um mal ein bisschen frische Luft dran zu lassen.
Es hat auch richtig gut funktioniert. Wie gesagt, die zwei Pflänzchen, die entwickeln sich richtig gut. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir die jetzt, wenn die so ungefähr diese Größe erreicht haben, dann jetzt halt auch schon in solche Töpfe dann umtopfen. Das zeigen wir euch dann nochmal in einem anderen Video. Prinzipiell lässt sich nochmal zu den fleischfressenden Pflanzen sagen, vor allem zu der Venus-Gegenfalle. Die Evolution hat sich ja dabei schon wirklich was gedacht, vor allem, dass diese Pflanze in so nährstoffarmen Gebieten wächst, also wo der Boden eigentlich keine Nährstoffe hat. Und diese Pflanze hat ja gelernt, sich aus der Luft ihre Nährstoffe zu holen in Form von Insekten. Ihr müsst Venusfliegenfallen nicht düngen, ihr müsst sie auch in der Regel nicht füttern, außer ihr habt mal Lust, mal diesen Prozess, wie die Klappe sich schließt, das mal selbst so beobachten, dann kann man das mal durchaus machen. Aber eigentlich ist das eine sehr unkomplizierte Pflanze. Vom Gießen her macht es Sinn, wenn ihr hier unten in die Untersetzschale Wasser macht, dann kann sich die Venusfliegenfalle von unten das Wasser holen. Zum Standort, die Venusfliegenfalle mag es warm und sonnig, also besten Fensterbank, Südseite, Wohnzimmer ist da der optimale Platz. Im Herbst fängt dann die Pflanze an, weniger Klappen auszubilden, also noch die Blätter, aber mit kleinen geschlossenen Klappen. Da geht die Pflanze in den Überwinterungsmodus. Da ist es wichtig, dass ihr dann die Pflanze halt auch wieder hell stellt. Nehmt am besten, wir haben jetzt das Glück, wir haben ja ein Gästezimmer, unbeheizt, aber hell, obwohl keine Heizungsluft großartig zirkuliert. Das mag die Pflanze und dann im Frühjahr fängt sie dann an, wieder größere, kräftige Blätter auszubilden. Und wollen wir hoffen, dass auch unsere Überwinterung dann funktioniert. Aber das ist jetzt noch kein Thema, jetzt steht erstmal der Sommer vor der Haustür. Die großen Venusfliegenfallen, die ihr in den Gärtnereien oder auch in den Baumärkten seht, die richtig schön groß sind, die sind in der Regel schon, also meine eigene Erfahrung würde ich jetzt mal sagen, was ich gelesen habe, so 3 bis 4 Jahre alt. Weil so lange braucht die Venusfliegenfalle, um halt auch groß zu werden. Und dann geht es auch in die Blüte, bildet dann so 30 cm große Blütenstiele. In der Regel ist es eine weiße Blüte. Natürlich hat sich die Pflanze auch dabei was gedacht, dass der Stängel ja so groß ist, weil wenn dann die bestäubenden Insekten kommen, sollen die ja an die Blüte gehen. Und wenn der Blütenstiel nur so groß wäre, dann würden die ja vielleicht gleich in die Klappe tapsen und würden dann als Nahrung letztendlich enden. Und damit können die Venusfliegenfalle ja diesen Bestäubungsprozess ja dann vergessen. Also daher, die Pflanze hat sich schon da was dabei gedacht, wenn die Blütenstiele wirklich so groß sind. 30 cm ungefähr. Ein sicherer Hinweis für gesunde Pflanzen: Wenn die Klappen sich anfangen, rötlich zu verfärben, das ist so ein sicherer Hinweis, dass die Pflanzen gesund und agil sind. Von Schädlingen her, worauf muss man achten? Vielleicht mal so auf Blattläuse. In der Wohnung relativ unwahrscheinlich, aber es kann immer sein, dass man im Sommer die Pflanzen auch mal gerne mal draußen hinstellt. Da müsst ihr einfach mal drauf achten. Wir hatten jetzt schon das Problem tatsächlich mit Trauermücken hier in der Wohnung. Da waren hier auch Larven zu sehen. Ich habe jetzt mal prophylaktisch schon mal mit Neemöl angefangen zu arbeiten. Hier nochmal ein Video oben eingeblendet, was wir gegen Trauermücken tun. Venusfliegenfallen zu vermehren, das wird nochmal ein Projekt für spätere Videos. Schwerpunktmäßig war das heute einfach nur wirklich, wie wir in der Wohnung die Venusfliegenfallen vorgezüchtet haben. Wir wollten euch mal das Zwischenergebnis präsentieren. Wir werden euch jetzt auch nochmal weitere Bilder mal einblenden, wo ich auch nochmal so kommentiere, von Entwicklungsstand bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass ihr einfach mal diesen Wachstumsprozess halt auch nochmal mitverfolgen könnt. Hier sieht man jetzt die ersten Pflänzchen kurz nach ihrer Keimung und auch wie sie schon die ersten Fangblätter ausbilden. Und die ersten Klappen sind da auch schon geöffnet. Und im nächsten Bild kann man ganz gut sehen, wie die Venusfliegenfalle schon eine Trauermücke gefangen und verdaut hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt auch Interesse bekommen an fleischfressenden Pflanzen. Kennt man ja aus diversen Filmen, Büchern oder auch zum Beispiel aus Computerspielen wie Super Mario. Gibt es auch diese Venusfliegenfalle, die da irgendwie immer mal auftaucht. Also ihr seht, das ist so eigentlich so die prominenteste fleischfressende Pflanze. Und wir werden euch weiter auf dem Weg begleiten. Und wir werden auch in Zukunft noch andere fleischfressende Pflanzen vorstellen. Zu dem, was wir noch so nebenbei machen. Garten, Voranzucht. Ein bisschen Selbstversorgung in Anführungszeichen. Haben ja nur keinen Strebergarten und keinen Hof, aber Sachen halt einkochen, einlagern, Rezepte ausprobieren, all das erfahrt ihr hier auf unserem Kanal. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Empfehlt diesen Kanal auch gerne weiter und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.